So. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay. War da was? Irgendwie ein Item oder sowas? Nee, ich glaube nicht. So. Tipps für Trainer. Die Attacke der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Ach so, okay. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in einem Pokémon-Center bringen. Punkt. Ja, denn ich glaube, ich kann das euch gerade mal zeigen. Ja, genau, da sehen wir hier Donnerschock. AP 26 von 30. Das heißt, ich habe schon viermal Donnerschock eingesetzt. Und das geht halt runter. Und wenn das, wenn dann 0 von 30 da steht, können wir mit dem Donnerschock nicht mehr angreifen. Ja. Ach, ich will immer auf X drücken. Weil ich bin so kreisgewöhnt von PlayStation. Okay, hier ist nix. Okay, hier hinten ist auch nichts. Was ist das? Pokémon. Pokécenter. Da können wir gerade mal. Ich glaube, die haben ja hin und wieder mal Items für einen oder so. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Ja, was mit dir? Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Das ist auch sehr geil, dass das kostenlos ist. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Ja, bitte. Also mein Pokémon. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So, wer bist du? Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Anfang freundlicherweise hingewiesen. Achso. Und das hier ist, wenn man mit dem Linkkabel gegeneinander miteinander tauschen will oder gegeneinander spielen oder miteinander tauschen will. So. Dann kann man sich hier bei der Dame melden und dann, ja, geht das seinen Lauf, ne? So. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Zwei? Hornio und Raupi? Raupi ist nicht giftig, aber Hornio. Ich hab sogar recht gehabt. Achte auf seinen Giftstachel. Danke für diese sehr informative Unterhaltung. So. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eis schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Müller hält Eispaket. Sollte ich für ihn was abholen? Ich weiß es nicht. Da quatschen wir erstmal mit den... Hallo. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Punkt. Der Laden hat endlich wieder Gegengifte. Vorrätig. Okay, Grüße. Ich will was kaufen. Manu. Okay, dann gucken wir erstmal, was hier noch so abgeht. In the Big City. Was mit dir? Diese Pokebälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen kann, tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja. Dafür brauchen wir zur Schneider. Das weiß ich. Item? Item? Nein, Zerschneider. Das ist eine... Genau, es gibt da noch VMs und TMs. Die VMs kann man, glaube ich, allen möglichen Pokémon... Nee, hier will ich noch nicht hin. Allen möglichen Pokémon beibringen und die nutzen sich nicht ab. Und die TMs kann man nur einmal einsetzen für ein Pokémon. Aber ich erkläre das doch, wenn es soweit ist. So, oh, eine Schule mit einem Tisch. Okay.
Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Gut. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Schlaf. Also SLF ist Schlaf. Da ist das Pokémon eingeschlafen. Ach komm. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein schlafendes Pokémon wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Benutze Aufwecker, damit es aufwacht. Aber ich glaube, nach einer Zeit wird es auch wieder wach von selbst. Gif ist Vergiftung. Vergiftet. Ein vergiftetes Pokémon verliert stetig KP. Die Wirkung des Giftes hält auch nach einem Kampf an. Gegengift heilt Vergiftungen. Paralysiert. Ein paralysiertes Pokémon verliert an Treffgenauigkeit. Die Paralyse hält auch nach einem Kampf an. Man behandelt sie mit Paraheiler. BRT. Ach, Brand wahrscheinlich. Eine Verbrennung vermindert Kraft und Stärke. Die KP sinkt stetig. Verbrennungen dauern auch nach einem Kampf an. Man heilt sie mit dem Feuerheiler. Ich glaube, ich habe noch nie Brand oder gefroren gehabt. Immer nur vergiftet, Schlaf oder paralysiert. Ein eingefrorenes Pokémon ist bewegungsunfähig. Es behält auch nach dem Kampf diesen Zustand bei. Nur der Eisheiler kann es wieder auftauen. Okay. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Jo. Meine Schwester hat gesagt, dass Pokémon zahm werden, wenn man nett zu ihnen ist. Nein, ich will nicht nochmal mit dir quatschen. So, kann man das lesen? Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Ja. Zweite Seite. Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Feuergift und andere Attacken wirken Wunder. Ja. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen finden stets Kämpfe statt. Ja. Das Ziel dieses Pokémon-Trainers ist es, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf er den Top 4 in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Hey, lass die Finger von meinen Notizen! Also, früh gemerkt. So, wahrscheinlich nur Rummeckenbücher über Pokémon. Okay. Markt waren wir schon. War hier drüben noch was? Nee. Ich weiß gar nicht, gab es hier schon Fahrräder? Oder gibt es die erst ab der 2. Generation? Ach yo, das ist der betrunkene Typ, glaube ich. Ach ja. Okay. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Was bist du? Taubsi wahrscheinlich, ne? Habitak. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken. Aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Einfache Namen. Was hast du? Willi. Willi, wenn er sein Pokémon will. Was ist das denn hier? Habitag, Spitzname Willi. Ja. Eine Karte. Jo. Na gut. Dann gehen wir mal zu dem Trunkenbold. Du kannst hier nicht durch. Das ist dein Privatgelände. Großvater, sei nicht so gemein. Er hatte noch keinen Kaffee. Okay. Oder ist er in der deutschen Version nicht betrunken? Ich weiß es nicht. Ich meine, er wäre irgendwo betrunken gewesen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zurück. Nämlich dem Professor Eich das Paket geben, was er uns wahrscheinlich schenken wird. Wo ich von ausgehe.
Und es ist wieder blau. So. Hallo Jule. Wie geht es dem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Du bist als Pokémon-Trainer sehr toleriert. Talentiert sein. Du hast etwas für mich? Jule gibt das... das Paket Gedöns. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke, Jule. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Opa! Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Warum rede ich so komisch? Mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ah, oh, ich kann das überhaupt nicht mit den Stimmen. Ah, Gary, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Oh, das wäre so geil, wenn es ein Pokémon bei... ein Pokédex bei Pokémon Go gibt. Das wäre so... Oh. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Jule, Gary, diese beiden sind für euch. Und wir haben ein Pokédex vom Professor Eichalten. Yay! Ach, das waren die Bücher. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Jule, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Jule. Okay, das heißt, wir gehen auch zu der Schwester und klauen uns eine Karte. Jule, überall in dieser Welt erwarten dich Pokémon. Ja. So, wir können mal gerade in den Pokédex reingucken. Der wird nämlich jetzt da auch angezeigt. Und da, wir haben jetzt zum Beispiel einen Taubsi. Ah, wir können uns das anhören. Wenn die erscheinen, was die für ein Laut von sich geben. gib. Keine Ahnung, wenn man erstmal Data. Ah, okay. Taubsi, Kleinvogel, Nummer 16, aber Größe, Gewicht und so erfahren wir erst, wenn wir es gefangen haben, glaube ich. So, ich. Ach genau, Pikachu. Da können wir. Da. Größe 0,4 Meter, Gewicht 6 Kilo. Der Schweif dieses Pokémon dient als Frühwarnsystem. Zieht man Pikachu am Schweif, so beißt es um sich. Okay. Hat das überhaupt Zähne? So, ich will jetzt geben. Das ist cool. Gab's das auch schon? Also gibt's es noch? In Gold? Weiß ich irgendwie nicht. Auf jeden Fall sieht man da die Gebiete, in denen es das Pokémon gibt. Übrigens, ich speichere mal ab. Ja, schon 40 Minuten gespielt. Ja. Bayern. So. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Yay, Karte. So, und dann können wir jetzt hier auch...